zunächst einmal die handelsüblichen Personalfragen. Tom Weiland, Simon Zoller und Vassilios Lampropoulos werden definitiv nicht mit dabei sein. Das haben wir im Vorfeld erfahren. Fragezeichen stand letzte Woche noch hinter Herbert Bockhorn, beziehungsweise Herbert war letzte Woche nicht dabei. Wie sieht es bei dem aus? Na, Herbert ist absolut dabei, hat alles absolviert im Training. Und von dem her sind es nur die drei Personen, die nicht zur Verfügung stehen. Wunderbar, kurze Einleitung und jetzt seid ihr dran. Eure Fragen bitte. Joachim Doll macht den Anfang. Ja, hallo zusammen, hallo erstmal. Ja, daran anknüpfend, Thomas, ist es beim Zolli auch ein bisschen Vorsichtsmaßnahme, dass man, sag ich mal, wenn es jetzt das letzte Spiel um alles oder nichts gegangen wäre, dass man ihn hingekriegt hätte, dass es eine Vorsichtsmaßnahme ist? Also für dieses Spiel hätte man nicht hinbekommen, auch wenn es das letzte Spiel gewesen wäre. Aber wir gehen im Moment davon aus, dass es sein kann, dass er gegen Hamburg wieder zur Verfügung steht. Da müssen wir die nächste Woche abwarten. Im Moment sind die Fortschritte sehr, sehr gut. Und wie gesagt, ein Spiel wird er definitiv nicht dabei sein und dann schauen wir mal. Der nächste in der Runde ist Günther Pohl. Thomas, im Hinspiel war der VfL eigentlich von der ersten Minute, wenn ich das mal so deutlich formulieren darf, chancenlos. Das hat mich damals sehr erschreckt, aber wenn ich mir mal die Mannschaft von damals anschaue und die mit der jetzigen Mannschaft vergleiche, dann ist es ja ein völlig neues Spiel und wahrscheinlich auch ein neues Kräfteverhältnis, denn damals waren Holtmann, Blum, Bela Kotschap, Tesche und Simon Zoller nicht in der Startformation beziehungsweise gar nicht im Kader. Ich denke, mit diesen Namen, die ich eben genannt habe, die eben bis auf Simon Zoller zurückkommen, ist eine Menge Qualität dazu gekommen. Ja, das haben wir ja auch gesagt. Also, ich meine, Robby sitzt jetzt mit hier auf dem Podium. Robby hat auch nicht gespielt in diesem Spiel. Und wir haben uns dementsprechend, glaube ich, auch als Mannschaft sehr, sehr gut weiterentwickelt. Das war ja auch das, was wir gesagt haben, dass wir keinen Stillstand haben wollen. Und wir haben in diesem Spiel, ja, wir waren in den ersten 45 Minuten absolut chancenlos. In den zweiten 45 Minuten hatte damals der Gegner gefühlt ein bisschen nachgelassen, hat mehr verwaltet. Dann kam er ein bisschen besser ins Spiel rein. Aber das war mit Sicherheit die absolut verdienteste Niederlage in der Saison. Und jetzt steht ein neues Spiel vor der Brust. Wir haben viele gute Spiele bisher abgerufen und wir müssen auch wieder eine tadellose Leistung bringen, um in Fürth dann auch drei Punkte zu holen. Philipp Rentsch. Daran anknüpfend, Frage an Thomas Reis. Robert Juhl stand im Hinspiel nicht im Kader. Sie haben ihn damals aus sportlichen Gründen nicht nominiert. Jetzt wissen wir alle, dass es nicht an seinen grundsätzlichen Fähigkeiten liegt. Welche Erwartungen hat er damals aus Ihrer Sicht nicht erfüllt und welche erfüllt er jetzt, dass er ja unangefochtener Stammspieler und auch Leistungsträger ist? Im Endeffekt, was damals war, ist ja auch vorbei. Deswegen wollen wir auch von Spiel zu Spiel schauen. Und wir haben natürlich das Hinspiel noch im Kopf, weil da Fürth uns da überlegen war. Aber jetzt an einzelnen Personen festzumachen, glaube ich, braucht man jetzt nicht mehr. Wichtig ist, wir wissen die Qualitäten und Robby ist ein Spieler, der unsere Stürmer sehr, sehr gut einsetzt, wo der Gegner gefühlt auch in Aue mal einen Spieler komplett auf ihn abstellt und das hat er sich irgendwo erarbeitet. Es ist für uns als Mannschaft dann auch wichtig, dass wir die besseren oder dann gute Lösungen finden, wenn der Gegner versucht, Robby aus dem Spiel zu nehmen. Wir haben es gegen Würzburg, glaube ich, wieder sehr, sehr gut hinbekommen und ich denke nicht, dass Fürth jetzt komplett ein Spiel abstellen wird. Sollte es so sein, haben wir auch gesagt, versuchen wir immer wieder Lösungen zu finden und immer das, was im Spiel mal vorkommt, wo man noch nicht mit gerechnet hat, da ist man auf jeden Fall für das nächste Mal vorbereitet. Günther Pohl macht weiter. Im Gegensatz zum Hinspiel haben wir ja gerade besprochen, dass sechs Spieler auf dem Feld gestanden hätten, wenn Zoller gesund gewesen wäre, die im Hinspiel nicht von Anfang an dabei waren. Da hat sich beim VfL also personell rein schon eine Menge geändert. Was hat sich bei Fürth geändert, beim Gegner? Ich würde sagen, viel geändert hat sich nicht. Sie spielen weiter in einem attraktiven Fußball, wo sie, ja, und das ist halt für mich mit einer der spielstärksten Mannschaften in der Liga, weil sie ein tadelloses Positionsspiel haben. Sie versuchen immer den Gegner ein bisschen zu ziehen. Sie haben durch ihre Raute
im Mittelfeld immer ein bisschen Überzahl, je nachdem, was der Gegner anzubieten hat. Und das machen sie ja auch sehr risikoreich. Da besteht auch eine Chance für uns, wenn wir ein gut dagegenhalten, wenn wir die Räume gut besetzen, dass wir auch bei Ballgewinn immer wieder in die Lücken stoßen können. Raute bedeutet auch, dass gewisse Räume entstehen, die wir bespielen wollen. Und Fürth, wie gesagt, haben schon sehr viele Punkte gesammelt, haben jetzt, ich glaube, ein Spiel erst verloren. Und das zeigt auch die Qualität der Mannschaft. Und sie haben auch ein bisschen Personalmangel oder in einigen Positionen. Das werden sie versuchen, auch gut zu kompensieren. Und wir freuen uns auf die Aufgabe, weil, wie gesagt, das Hinspiel war deutlich. Und es ist dann immer schön, wenn man es im Rückspiel dann besser machen kann. Philipp Rentsch, und dann gehen wir der Reihe nach. Ja, auch nochmal eine personelle Frage. Jetzt hat zuletzt Saulo De Carli in der Innenverteidigung gespielt. Maxim Leitsch ist wieder dabei. Er ist nicht mehr gesperrt. Können wir davon ausgehen, dass er wieder in die Startformation zurückkehren wird? Ich bin froh, dass ich drei sehr, sehr gute Innenverteidiger habe. Wir haben ja auch gesagt, wir sind ja zum Glück, auch wenn es jetzt Solli ein bisschen erwischt hatte, von Verletzungen bisher verschont geblieben. Wir wissen auch, dass die gelben Karten ja auch nicht weniger geworden sind, sodass einige Spieler auch vorbelastet sind. Und von dem her ist immer gut, wenn Spieler zurückgekommen sind. Und Saulo, habe ich ja gesagt, er hat letzte Woche ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht für das, dass er so lange nicht gespielt hat. Und für mich ist aber schon klar, dass Leitschi zurückkehren wird, weil er hat vorher sehr, sehr gute Spiele gemacht. Und das, ich habe ja auch gesagt, es ist nicht ganz einfach, wenn man als Abwehrspieler, als Trainer wechselt man eigentlich selten die Abwehr, auch während dem Spiel, sondern immer versucht man personell offensiv was nachzulegen. Aber ich bin froh, dass Saulo den Sprung so geschafft hat, um absolut konkurrenzfähig zu sein. Und es kann sich auf jeden Fall auch im hinteren Bereich keiner mehr ausruhen. Günter Pohl und dann Markus Rensinghoff. Noch einmal zu der Mannschaft von Greuther Fürth, die beim letzten Heimspiel gegen Holstein Kiel große Probleme hatten, das Spiel aber trotzdem gewonnen haben. Was Kiel da gezeigt hat, kannst du davon Erkenntnisse sammeln? Ist das vielleicht auch ein Spiel, wie du es angehen würdest? Weil da hat ja Fürth richtig gebackelt zu Hause gegen Kiel. Kiel war eigentlich die bessere Mannschaft. Ja, man darf aber eins nicht vergessen. Ich meine, Fürth hatte in dem Spiel auch sehr große personelle Probleme. Ja, ich meine, wir wissen auch, es gibt ein Leistungsgefälle auch innerhalb eines Teams. Und wenn in Fürth das komplette zentrale Mittelfeld nicht zur Verfügung gestanden hat, einer hatte leider Corona, der andere oder zwei Stück waren gesperrt, dann haben sie in der Abwehr große personelle Probleme mit Verletzungen. Also wenn du 5, 6 Spieler auf einmal ersetzen musst, dann ist das schon nicht so ganz einfach. Und im Endeffekt, ja, war Kiel besser, aber ich glaube, Fürth hat die 3 Punkte geholt. Und es zeigt halt schon, dass sie als Mannschaft auch gewachsen sind. Und natürlich kann man von jedem Spiel irgendwo was mitnehmen, was hat der Gegner vielleicht gut gemacht. Aber gerade das Kiel-Spiel ist für mich so, ja, man hat sich das angeschaut, logisch. Aber aufgrund des, was ich gerade eben gesagt habe, dass da doch sehr viele andere Spieler auf Positionen gespielt haben, habe ich halt eher mehr so Hannover und auch Düsseldorf, weil das eigentlich so die Spielweise plus die Art ist, wie sie Fußball spielen. Und gegen Kiel war es ja gefühlt ein bisschen eine Systemumstellung in der ersten Halbzeit. Da haben sie auch gemerkt, oh, sie kommen nicht so klar. Haben dann in der zweiten Halbzeit auf ihr bewährtes System mit der Raute umgestellt. Und ja, letztendlich hat Fürth 3 Punkte geholt. Markus Rensinghoff, auch wenn er nicht mehr zu sehen ist. Ja, ich musste kurz mein Handy anschließen. Ja, Doppelfrage an Robert Schul. Tag erstmal in die Runde und auch an Thomas Reis und Robert Schul. Doppelfrage an Robert Schul, wie gesagt. Deine ersten Erinnerungen, dein erster Gedanke, wenn du an Fürth, an deine Zeit in Fürth zurückdenkst. Und zweite Frage, wir haben in dieser Woche gehört, dass die Presseabteilung häufiger jetzt auch Anfragen aus Österreich vorliegen hat. Merkst du das auch tatsächlich, dass die Heimat sich so ein bisschen mehr für dich interessiert? Ja, meine Zeit in Fürth war unglaublich schön. Ich hatte 3 Jahre, wo ich die erste Station hatte in Deutschland. Ein sehr familiärer Club. Ich habe mich unglaublich wohl gefühlt. War eine schöne Zeit da, auf jeden Fall. Ich bin dem Club auch sehr dankbar, dass ich diese Erfahrung gemacht habe. Aber trotzdem bin ich jetzt froh, dass ich hier für den VfL spiele und hier jetzt mein Bestes geben darf. Dann die Anfragen aus Österreich. Ja, also ich bin ja sowieso der Typ, der Jens weiß es, dass ich eher es meide, öffentlich zu reden. Ich bin der Typ, der am Platz meine Leistung bringen will und ich weiß, dass wir ab und zu Anfragen haben, aber nichtsdestotrotz bin ich eher der Typ, dass ich am Platz Vollgas geben will und weniger reden will.
Günter Pohl und dann Philipp Rentsch und dann Joachim Droll und dann fast alle. Robert, umso schöner ist es, dass du uns heute zur Verfügung stehst und Rede und Antwort stehst. Ich habe gestern mit Martin Meichelbeck telefoniert, der ja sowohl in Fürth als auch beim VfL Bochum gespielt hat. Und er hat dich also gelobt, die hohe Qualität. Du wärst ein ganz wichtiger Faktor. Wahlsicherheit, Effektivität hätte zugenommen. Aber er hat auch gesagt, du wirkst für den Außenstehenden in der Körpersprache etwas lethargisch. Möchtest du da was zu sagen? Ja, ich habe eine sehr hohe Meinung über Martin Meichelbeck, das weiß ich auch selbst. Natürlich versucht man als Spieler sich weiterzuentwickeln. Ich denke, das habe ich auch gemacht in der letzten Zeit und ich will jetzt nicht die Meinung von Martin irgendwie bekritteln oder sonst was. Jeder hat so seine Meinung, was ich am Platz machen kann, mich entwickeln kann. Das liegt in meinen Händen und das versuche ich natürlich so gut es geht auch, mich weiterzuentwickeln und zu nutzen und einfach den nächsten Step auch wieder zu gehen. Noch eine Anschlussfrage oder ansonsten wäre Philipp dran? Ja, die Anschlussfrage ganz kurz. Gibt es noch regelmäßige Kontakte in Richtung Fürth? Gibt es da noch enge Freunde, die die Trennung überlebt haben oder schläft das nach und nach jetzt immer mehr ein? Ja, die Mannschaft hat sich, glaube ich, sehr verändert. Ich habe mit Sascha noch zusammengespielt, Sascha Burchardt, David Raum, das sind so, glaube ich, die zwei einzigen, die da jetzt noch spielen. Im Staff, glaube ich, im Büro gibt es noch die Anja und die Nadine, mit der ich mir ab und zu auch mal über WhatsApp mal ein paar Nachrichten hin und her schreibe, aber ansonsten hat sich da sehr, sehr viel getan. Danke. Und jetzt der Philipp. Jawohl, auch eine Frage an Robert Juul. Thomas Reis sagte ja gerade, die Niederlage im Hinspiel war auch sehr verdient. Was hat sich in der Bochumer Mannschaft seither auch entwickelt? Wie nimmst du das wahr? Was hat sich verändert, dass ihr seither noch erfolgreicher wart? Ihr habt ja auch zu Saisonbeginn durchaus eure Punkte gemacht, aber danach hat sich ja, Günther hat es angerissen, auch personell, auch taktisch ein bisschen was verändert. Wie siehst du diese Entwicklung? Ja, wir haben zu der Zeit gegen Fürth verdient verloren. Ich habe mir das von zu Hause anschauen müssen. Und wir haben halt gesagt, nach dem Spiel, wo wir dann in eine Länderspielpause gegangen sind und haben gesagt, hey Männer, wir müssen ein paar Sachen umstellen, wir müssen aggressiver gegen den Ball anlaufen, höher anlaufen, mit mehr Intensität spielen. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, wo ich sage, da haben wir uns sehr, sehr entwickelt. Dass wir Spieler haben mit Qualität, das wissen wir, aber der große Punkt ist das, dass wir jetzt den Ball sehr weit vom Tor weghalten und vorne mit Solli, mit Danny, mit Gerrit, mit Miloš und wer auch da immer spielt, sehr gut den Gegner anlaufen. Und ich glaube, das ist auch so ein Schlüssel zum Erfolg, den wir momentan haben und den wir auf jeden Fall noch weiter nutzen wollen. Und jetzt Joachim Droll. Die erste Frage nochmal an Thomas, die zweite an Robert. Thomas, du hast vorhin gesagt, gegen Kiel hatten sie die großen Probleme zentral im Mittelfeld. Jetzt haben sie die Probleme hinten in der Innenverteidigung. Glaubst du, dass da noch ein bisschen Ballyhoo dabei ist, zum Beispiel auch bei Mergim, ob Mergim Maffay zurückkehrt? Und wenn nicht, ist das ein Ding, was man nutzen kann, wenn dann eine nicht eingespielte Innenverteidigung der Gegner sein kann? Das ist die Frage erstmal an dich. Ja, wir wollen natürlich immer alles nutzen und es ist dann so, dass es sein kann, dass vielleicht wieder ein Mittelfeldspieler, vielleicht mit Anton Stach, den ich ja auch so ein bisschen noch aus Wolfsburg kenne, der jetzt kein etatmäßiger Innenverteidiger ist, dass der vielleicht wieder hinten reinrutschen könnte, je nachdem, ob Mergim spielen kann. Wir wollen unser Spiel durchdrücken, wir haben unseren Plan, wie wir versuchen wollen, eine Balleroberung zu erzielen, wie wir versuchen wollen, den Gegner vor Aufgaben zu stellen, dass sie nicht in ihr Positionsspiel reinkommen. Das wird auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Aufgabe und natürlich ist dann so, wenn eine neue Innenverteidigung da ist, dass man das schon versucht, aggressiv zu Werke zu gehen und sie zu Fehlern zu zwingen. Die Frage an Robert wäre, da Zolli ja jetzt ausfällt und ihr zwei ja immer sehr kongenial miteinander harmoniert habt und ich gehe mal davon aus, Thomas, widerspricht mir, wenn es nicht so ist, dass Silver ja wahrscheinlich dann von Beginn an spielt, der ein ganz anderer Typ ist, Robert. Der ist ja mehr der Wandspieler und der Zolli ist ja einer, der unheimlich viel auch kämpft, Räume frei macht. Was verändert das in deinem Spiel? Oder wie gehst du darauf ein, wenn du dann einen ganz anderen Spieler vorne im Zentrum hast?
Ja gut, wenn wir jetzt Silver beschreiben müssen, dann haben wir vorne einen Spieler, der Stoßstürmer ist, der die Bälle gut festmacht, der im Kopfballspiel unheimlich gut ist. Und ja, Zolli, wie ihr wisst, der hat in der ersten Liga schon viele Tore gemacht. Der ist sehr, sehr fleißig gegen den Ball, hat einen unglaublichen Riecher für mich für ein Tor, besprintet die Räume sehr gut, was für mich dann das mein Spiel natürlich auch einfacher macht, in dem, wenn ich mich drehen kann, dass ich immer wieder die Lücken finde. Und ja, er ist für mich ein sehr guter Stürmer, glaube ich auch Top 2 Stürmer in dieser Liga, und ich bin einfach froh, dass ich solche Mitspieler habe. Ja, aber was ändert sich, Robert, wenn der Zolli da jetzt nicht spielt, und musst du dein Spiel da auch umändern dann, wenn Silver vorne drin ist? Ja, wie ich gesagt habe, also Silver ist ja eher einer, der die Bälle festmacht, weiterleitet und so weiter, und Zolli ist einer, der in die Tiefe geht. Und wie ihr wisst, haben wir zwei sehr schnelle Außenspieler, und wenn Silver vorne spielen sollte, dann weiß ich, okay, dann muss ich mehr über Außen spielen, und wenn wir Zolli haben, dann weiß ich, okay, ich habe drei Spieler, wo ich mir einen aussuchen muss, wo ich die Lücke finden muss, wer da reinstartet, und das ist eigentlich die Veränderung. Dominik Loth. Eine Frage an Robert Juhl. Thomas Reis hat sie mal als Unterschiedsspieler bezeichnet. In den kommenden Spielen geht es jetzt gegen die Konkurrenz, die direkte Konkurrenz. Genießen Sie solche Spieler auch, wo man noch wichtiger den Unterschied machen kann? Ja, ich bin generell der Typ, der für solche Spiele oder solche Spiele auch liebt, weil ich finde, wenn du so bezeichnet wirst, dann stehst du auch speziell im Fokus in solchen Spielen, und ich will meinen Fokus auf mein Spiel legen, dass ich genau in solchen Spielen sehr, sehr wichtig für die Mannschaft bin, meine Aktion nach vorne habe, aber auch trotzdem mit nach zurück arbeite, und ich freue mich auf die Spiele und will auf jeden Fall da beweisen, dass ich nicht umsonst so genannt werde. Eine Frage an Thomas Reis. Können Sie nochmal in Ihren Worten beschreiben, wie schwer der Ausfall von Simon Zoller gegen Fürth wiegt? Ja, natürlich ist es so, dass er eine hohe Qualität hat. Das hat er schon gezeigt. Und wir haben ja, Robby hat es ja gerade gesagt, dass die beiden sehr, sehr gut harmoniert haben. Jetzt ist es so, dass er ausfällt. Trotzdem hören wir ja nicht auf, mit Fußball zu spielen. Ja, es ist schade. Dafür wird ein anderer Spielzeit bekommen. Und wir haben letzte Woche Leitschi ersetzen müssen. Jetzt sind wir in der Endphase der Saison oder sagen wir im letzten Drittel. Und dass dann halt der ein oder andere mal ausfällt, gehört leider dazu. Ich hätte natürlich gern alle an Bord, weil dann ist einfach die Konkurrenz wesentlich größer, aber ich mache mir da jetzt nicht einen Kopf drum, und es ist, wie gesagt, schade, aber davon geht die Welt nicht unter. Wir werden auf jeden Fall ein Team auf den Rasen schicken, die alles dafür tun wird, drei Punkte zu holen. Philipp Rentsch. Ja, auch nochmal eine Frage an Robert Juhl. Du hast jetzt für drei unterschiedliche Mannschaften in der zweiten Liga gespielt, für Greuther Fürth, für Union Berlin und für den VfL. Knapp 150 Spiele gemacht und 5 Erstligaspiele stehen bislang auf deiner Habenseite. Inwieweit reizt es dich auch nochmal, deine Fähigkeiten in der ersten Liga unter Beweis zu stellen? Inwieweit ist dir das wichtig, da auch nochmal zu zeigen, dass du auch in der ersten Liga problemlos mithalten kannst? Ja, ich habe ja, wo ich von Union Berlin zurückgekehrt bin nach Hoffenheim, habe ich mir erwartet, dass ich mehr Spielzeit bekomme, die ich leider nicht bekommen habe, aus unterschiedlichen Gründen. Und ich dann im Winter Gespräche geführt habe mit verschiedenen Vereinen, wo ich gesagt habe, okay, ich muss vielleicht nochmal einen kleinen Step zurückgehen, damit ich dann vielleicht nochmal in die Bundesliga komme. Und damals die Gespräche mit Sesi waren sehr gut. Und ich habe gesehen, dass hier mit Bochum ein Club ist, der sehr viel Power hat, der das Potenzial auf jeden Fall hat, irgendwann mal da oben zu stehen und mitzuspielen. Und deswegen habe ich mich auch für Bochum entschieden damals. Und wie gesagt, mit dem Traum, dass ich irgendwann mal wieder zurückkehre in die Bundesliga. Günter Pohl und dann nochmal Joachim Droll. Robert, ist es ein realistisches Ziel für dich, auch eventuell nochmal für Österreich zu spielen? Ja, für mich schon. Aber da müssen Sie andere Trainer fragen, beziehungsweise den Teamchef von Österreich fragen. Was ich beeinflussen kann, ist, dass ich hier mit dem VfL Leistung bringe, dass ich Tore schieße, vorbereite, wichtig bin für die Mannschaft. Und was dann darüber hinaus passiert, das muss der Trainer, wie gesagt, entscheiden. Und für mich ist es natürlich realistisch, aber wie gesagt, da gehören auch andere Parteien dazu. Joachim. Thomas, nochmal einmal darauf einzugehen, dass Zolli ausfällt. Du hast jetzt schon gesagt, der Spieler, der da spielt, also das
ist es noch nicht hundertprozentig klar, dass Silver vorne drin spielt, oder ist das jetzt nur, war das jetzt einfach nur so dahin gesagt? Ja, ich habe ja letzte Woche habe ich ja schon für meine Verhältnisse sehr viel preisgegeben vor dem Spiel. Und ich handle eigentlich immer so, dass ich versuche, die Mannschaft bestmöglichst einzustellen. Man schaut sich das Training an. Wir wissen, dass etatmäßig wir noch zwei, und wenn ich Luis Hartwig sogar noch dazu nehme, drei Stoßstürmer haben. Und kann sein, dass einer von den drei zum Einsatz kommen wird. Aber ich werde mit Sicherheit heute noch nicht sagen, welche Gedanken mir durch den Kopf gehen. Und wir haben trainiert. Die Mannschaft ist auf jeden Fall, egal wer da auflaufen wird, motiviert, um die Situation, die wir jetzt haben, und das ist ja eine schöne Situation, den Platz zu verteidigen. Und wir wollen versuchen, nicht nur zu verteidigen, sondern gewisse Dinge halt auszubauen. Und so werden wir das Spiel auch angehen. Daran nochmal anschließend, vielleicht an euch beide eine Frage. Es spielen die ersten vier der Tabelle ja jetzt untereinander an diesem Wochenende. Und inwieweit ist das eine Konstellation, die einen besonderen Reiz jetzt nochmal ausmacht? Oder ist es auch aufgrund dessen, dass man den HSV und Kiel ja dann in den Wochen darauf hat, eigentlich nichts Besonderes? Und ich denke, meine Vorentscheidung fällt da zwar noch nicht, aber inwieweit ist das ein Spiel von besonderem Reiz, wenn die ersten vier aufeinander prallen? Ich denke, dass es mehr für die Öffentlichkeit ein großer Reiz ist. Wir konzentrieren uns weiterhin auf unsere Spiele und wir können mit einem Erfolgserlebnis und am besten dreifach können wir einen Gegner, der im Moment mit da oben steht, auf 5 Punkte Abstand halten, und das ist das primäre Ziel. Und alles andere, sage ich auch immer, die Spiele können wir nicht beeinflussen. Natürlich werden sich die anderen beiden auch Punkte nehmen, aber das Gute ist, man hat sie alle noch vor der Brust, und ich sage auch, nach diesen 3 Spielen bis zur Länderspielpause ist noch keine Entscheidung gefallen, und deswegen schauen wir nur auf uns. Und natürlich dann nach dem Spiel vielleicht mit einem Auge auf das Ergebnis der anderen Mannschaften. Aber wichtig ist erstmal, dass wir die Punkte holen. Und solange wir die Punkte dreifach holen, habe ich ja schon gesagt, bleibst du da, wo du bist. Und kannst eventuell nur noch was fürs Torverhältnis oder mit dem Torverhältnis eingeholt werden. Und das ist das Ziel. Und das wird, so wie ich vorhin gesagt habe, eine sehr, sehr interessante, sehr, sehr spannende Aufgabe. Und die wollen wir uns auf jeden Fall, der werden wir uns auch stellen. Und werden versuchen, 3 Punkte zu holen. Und ich bin absolut überzeugt, dass wir ein besseres Spiel machen wie in der Hinrunde. Ja, ich bin eigentlich derselben Meinung wie der Trainer. Du hast jetzt von der Tabellensituation her ein Topspiel. Aber wie wir alle wissen, diese zweite Liga ist sehr, sehr speziell, sehr, sehr schwer. Wir haben ja jetzt noch 11, 12 Spiele, die sehr, sehr schwer werden. Und jetzt beginnen wir mit Fürth. Und wir werden in jeder Situation, in jedem Spiel 100% brauchen, damit wir da bestehen können und dreifach punkten. Und deswegen sage ich, es ist jetzt von der Konstellation, von der Tabelle so, aber es warten noch sehr, sehr schwere Aufgaben vor uns. Dann meine letzte Frage für heute. Glaubt ihr alle beide nochmal, dass ihr jetzt, wo ihr Tabellenführer seid, mehr gejagt werdet, oder ist diese Konstellation bis zum Saisonende, dadurch, dass alle so eng da oben sind, vielleicht wechselbar? Oder wird man jetzt mehr gejagt als Erster? Ist ja klar, wenn du oben stehst, dass alle diesen Platz haben wollen. Wir haben es ja, oder ich habe es ja auch schon vor Wochen gesagt, wenn Hamburg vor uns steht und wir im Moment auf Rang 2 sind, muss es ja ein Ansporn sein, vielleicht noch einen Tabellenplatz zu klettern. Jetzt ist es so, dass wir uns erstmalig diesen Platz erobert haben. Das war schon schwer genug. Es wird, sage ich, trotzdem weitaus schwerer, diesen Platz zu verteidigen, und es liegt an uns. Und kann ja jeder versuchen, uns den Platz wegzunehmen, wenn wir weiterhin erfolgreich sind, wenn wir die Gier, von der ich immer rede, wenn die Mannschaft und wir die weiterhin behalten, dann kann es sehr, sehr schwer werden, uns da wegzubringen. Aber so wie Robby auch gesagt, die Liga ist einfach sehr, sehr eng. Und wir schauen uns das Spiel am Samstag an und danach sehen wir dann, ob wir weiterhin oben stehen. Und das ist das Ziel, dass wir eine schöne Busrückfahrt haben, die ja auch ein bisschen länger ist, aber dann auch mit dem Erfolgserlebnis. Robby, du zum Ziel Jäger oder Gejagter? Na, ich sehe das ein bisschen nicht anders, sondern ich bin froh, dass wir Erster sind. Und ich sehe es so, dass wir einfach auch die Punkte nach oben ausbauen können. Dieses Gejagte ist immer sowas, wo ich sage, wenn du dreifach punktest, dann wird der Abstand zum Zweiten noch größer und zum Dritten. Und das muss der Reiz sein. Und für das spielen wir alle Fußball, dass wir oben stehen wollen. Und es wird natürlich schwer, aber ich sehe eher das Ziel, dass wir die Punkte nach unten vergrößern. Das natürlich schwer wird, brauchen wir gar nicht reden, aber das ist der Reiz, den ich habe. Günter Pohl.
Ja, wir haben ja einen griechischen Innenverteidiger, der entscheidenden Anteil hatte, dass es aufwärts ging zum Ende der letzten Saison. Durch Verletzung und durch verspäteten Transfer hat er im Moment ja noch keine Rolle gespielt in dieser Saison. Jetzt habe ich ein Foto gesehen. Ist er wieder voll im Mannschaftstraining und rechnest du mit ihm in dieser Saison noch? Es gibt ja auch, glaube ich, noch eine U21-Europameisterschaft Ende März, wo auch Leitsch vielleicht dabei ist, sodass du natürlich um jede Alternative verlegen bist. Könntest du da mal vielleicht ein Update geben zum Stand von Lambropoulos? Ja, zum einen sehe ich es ein bisschen anders. Er war jetzt die letzte Zeit nicht an Bord, ja, deswegen konnte er keine Spielzeit generieren. Am Anfang hat er ja auch gespielt, hat dazu beigetragen, dass wir den einen oder anderen Punkt geholt haben. Bei ihm ist es jetzt so, er macht jetzt Teile des Mannschaftstrainings wieder mit, ist jetzt in der Phase, wo wir ihn immer mehr integrieren. Und da schauen wir dann immer von Tag zu Tag, wie die Belastung, wie er dir verkraftet hat, weil es ist doch nochmal was anderes, wenn du auf einmal im Mannschaftsbetrieb mit drin bist. Wir haben natürlich versucht, jetzt in dieser Woche noch die Zweikämpfe zu vermeiden, sodass er mehr als freier Mann drin war, ein bisschen mehr Gefühl für die Mannschaft zu bekommen. Wenn es so weitergeht, wird er hoffentlich dann schnellstmöglich dann endlich zurückkehren, weil das ist ja das, was ich euch auch jede Woche sage, ist für mich manchmal ein bisschen schwierig, weil man immer die Hoffnung hat, dass es doch ein bisschen schneller geht. Und ja, aber im Moment sieht es sehr danach aus, dass er vielleicht sogar schon nächste Woche komplett einsteigt. Also er macht auf jeden Fall immer mehr. Philipp Rentsch. Ja, Stichwort Griechenland, nochmal eine Frage an Thomas Reis. Schalke 04 hat gestern Dimitrios Kramotsis als Trainer installiert. Sie kennen ihn ja gut. Was ist er aus Ihrer Sicht für ein Trainertyp? Hatten Sie vielleicht in letzter Zeit auch Kontakt? Und trauen Sie ihm diese doch sehr schwierige Aufgabe zu? Wir hatten, ich meine, wir kennen uns ganz gut, weil wir auch damals die A-Jugend zusammen gemacht haben und auch die U23 in einer schwierigen Situation hier beim Verein, als die U23 noch da war, übernommen. Und von dem her, ja, freut es mich einfach. Wir hatten immer mal losen Kontakt. Er hat auch im Endeffekt gratuliert gehabt zu dem tollen Pokalsieg in Mainz, auch zu der ganzen Saison oder dem ganzen Jahr 2020. Ich hatte ihn natürlich auch dann direkt eine WhatsApp geschrieben, habe ihn auch beglückwünscht, ein glückliches Händchen gewünscht. Und ist natürlich eine sehr, sehr reizvolle Aufgabe, aber Demi ist ein Typ, der absolut vorangeht, der Mannschaft seinen Stempel aufdrücken wird, was Aggressivität anbelangt, so war er auch als Spieler. Und ich denke, dass man als Trainer schon irgendwo ein bisschen was weitergibt, wie man als Spieler selber war. Und das wird auf jeden Fall eine Mammutaufgabe. Ob das dann letztendlich für den Klassenerhalt reichen wird, ist schwer zu prognostizieren, weil sie haben natürlich sehr, sehr wenige Punkte. Ist natürlich ein Riesenverein mit einer riesen Power hinten dran, mit der ganzen Fankultur. Also man merkt es ja hier auch, wenn du mal kein so ein gutes Spiel gemacht hast, dann ist der Druck hier auch irgendwo ein bisschen groß, ja, von außen, weil es halt einfach ein Traditionsverein auch hier der VfL Bochum ist. Und in Schalke ist natürlich das Ganze, muss man ehrlich sagen, noch ein paar Nummern größer. Aber ich traue ihm das absolut zu, dass er mit seiner Art die Mannschaft auch begeistern kann. Und wir schauen, was bei rumkommt. Aber letztendlich, wenn es so sein sollte, dass vielleicht auch Schalke nächstes Jahr in der zweiten Liga spielt, dann hat er jetzt schon die Möglichkeit, dann auch vielleicht einen Neuaufbau einzuleiten. Aber soweit sind sie noch nicht und haben jetzt auch noch ein paar Spiele und haben natürlich ein sehr, sehr wichtiges Spiel gegen Mainz und Beweis, was da möglich ist, wenn du vielleicht einmal in die Erfolgswelle kommst. Es wird natürlich sehr, sehr schwer, aber ich habe ihm auf jeden Fall geschrieben, er hat zurückgeschrieben und ich wünsche ihm auf jeden Fall alles Gute. Gibt es weitere Fragen eurerseits? Bei denjenigen, die ich sehen kann, ist das nicht der Fall. Gehen wir davon aus, auch beim Rest nicht. Dann bedanke ich mich fürs Interesse und diejenigen, die dabei sind, die sehen wir dann in Fürth. Ansonsten schönes Wochenende.